Es ist ein Abend für die gute Sache. Das Sommerfest der Stiftung von Bernd Reisig. Helfen, helfen. Das ist eine richtig gute Sache, diese Stiftung. Darum sind auch so viele und auch so viele prominente Leute hierher gekommen. Diesmal sogar Starregisseur Dieter Wedel, extra eingeflogen aus Mallorca. Ich finde, das sind wunderbare Ideen, wo sich auch jemand nicht mit Gutmenschentum schmückt, sondern einfach hilft zu helfen. Das ist auch eine gute Formulierung und was er mir davon erzählt hat, hat mich so begeistert, dass ich auch heute Abend von diesen Dingen, die er erzählt hat, noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Einblicke in die Stiftungsarbeit. Bernd Reisig ein wichtiges Anliegen, um mit Helfen, Helfen auch weiter Gutes tun zu können. Das sind halt ganz besondere Projekte und mal sind sie an einzelnen Personen orientiert, mal in der Breite orientiert. Ja, ist schon für die Menschen, die unverschuldet eben Schicksale erleiden, ja, durch Krankheit, durch Unfälle. Und dass er diese Themen einfach aufgreift, wo manche Themen, wir haben zum Beispiel von Krankenkassen gesehen, eben es nicht weitergeht, dass er da sagt, da unterstützen wir, da setzt er sich ein und er kriegt ja sowieso alle immer zusammen und insofern ist das großartig. Auch Schauspielerin Dunja Reiter ist unter den 160 geladenen Gästen. Aber ich würde meine Oma zitieren. Sie hatte einen wunderbaren Satz gesagt. Sie meinte, man wird reicher, wenn man gibt. Man wird reicher, weil man viel Anerkennung kriegt und viel Liebe zurück. Und das ist ein toller Satz und so lebe ich auch. Wer anderen hilft, hilft sich selbst auch dabei, Mensch zu bleiben. Und das ist einfach wichtig, das ist unsere Bestimmung. Es ist ein Abend des gemütlichen Beisammenseins, bei netten Gesprächen und bester Unterhaltung durch Sänger und Comedian Andy Ost. Für alle Leute hat er irgendwie ein Ohr und ich finde, sowas sollte man unterstützen, wenn Leute sich grundsätzlich für Leute einsetzen. Ich glaube, das Spezielle an der Stiftung, dass es so ein Familiengefühl ist. Man will gemeinsam was auf die Beine stellen und man fühlt sich wie in einer großen Familie. Und da hat Bernd ein gutes Händchen dafür die richtigen Leute zusammenzubekommen.